Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es mal um Mac. Das ist ja eigentlich nicht so mein bevorzugtes Beuteschema, aber Mac hat mit der Netflix-Serie Stranger Things kooperiert und ich weiß gar nicht warum. Ich habe da nur die erste Staffel gesehen, die hat mir aber ganz gut gefallen, aber die Kollektion hat mich irgendwie angesprochen und ja. Keine Ahnung. Sie ist dann in meinem Warenkorb gelandet und wenn ich sie denn schon mal hier habe, dachte ich, vielleicht interessiert es ja jemanden. Deswegen wollte ich ein Video zu machen. Ich habe das bestellt bei Laiko. Den Shop kannte ich bis dato noch gar nicht. Ich glaube, das ist ein schwedischer Shop, aber sie haben Impressum in Berlin. Also man kann auf jeden Fall zollfrei bestellen und das ging super fix. Ich glaube, einen Tag waren die Sachen da. In Deutschland hatte ich sie noch gar nicht gesehen. Sie haben mehrere Produkte. Einmal, ich glaube, das Herzstück sind die zwei Lidschattenpaletten. Das ist einmal die helle Seite, die Hawkins Palette, Property of Hawkins. Das ist so ein bisschen auf diese Schule gemacht in Hawkins und mit den Tigers. Ich finde das sehr schön gemacht. Irgendwie hat mich das angesprochen. 1986, da spielt das. Das ist hier wie so ein Buch gemacht. Der Seite hat sie 32,40 Euro gekostet. Und wenn man das aufklappt, hat man hier einmal einen Spiegel, nochmal mit so einem Tigers-Abzeichen. Und dann ist da so ein Inlay drin. Das sieht so aus. Alles ganz nett gemacht. Die Farben, ansonsten ist das so ein magnetischer Verschluss. Fühlt sich gut an. Dann hat man hier einmal die Farben. Ich fand die Farbzusammenstellung auch ganz spannend. Mal was anderes, so ein bisschen bunt, aber doch noch in so leichteren Farben. Und dann die Upside-Down-Palette. Sieht so aus, da dachte ich... Ich habe ein T-Shirt, das ist schon wesentlich älter als die Serie, aber das hat doch ganz gut dazu gepasst und die sieht so aus. Auch das Design finde ich sehr schön, das ist so ein bisschen aufgedruckt, sodass man hier auch etwas Struktur hat. Von hinten ganz schwarz, nochmal der Sticker. Von innen hat man auch wieder einen Spiegel, so ein Inlay. Und dann einmal diese Farben, die insgesamt sehr viel dunkler, crunchiger sind. Das passt natürlich zu dieser Seite der Welt auf jeden Fall besser. Von der Aufmachung hat mir das einfach sehr gut gefallen. Ich finde, das haben sie sehr schön umgesetzt. Was sie dann noch haben, ist jeweils einen Blush zu jeder Seite. Auch das wieder ähnlich gemacht, immer in dieser Bücherform. Von hinten sehen die so aus. Und der Hawkins Blush ist einmal, da ist auch wieder so ein Inlay mit dabei, ein Spiegel. Und dann der Blush in so einem hellen Rosa, Friends Don't Lie. Und der andere Blush hat ja auch so ein Inlay in schwarz-rot, wieder mit dem Spiegel. Das ist mir irgendwo rausgefallen, das sehe ich gerade nicht. Und dann mit dem Blush in so einem tiefen Rot, der heißt He Likes It Cold. Gefällt mir gut. Dann gab es noch zwei Pinsel. Den einen habe ich mir nicht mitgenommen, den anderen musste ich aber mitnehmen. Ich fand, der sieht auch so witzig aus. Ich habe mit der Palette auch schon, also mit jeder Palette zwei Looks geschminkt und habe auch den Pinsel benutzt. Hat wunderbar funktioniert, da kann ich gar nicht meckern. Und dann waren noch verschiedene Lipglosse mit enthalten. Ich habe mir da eine mitgenommen von der Hawkins Seite wegen der Farbe. Die anderen Farben, das sind... sehr viel kräftigere Farben, die trage ich dann wahrscheinlich eh nicht. Deswegen dachte ich, ich nehme den mit. Der ist auch sehr schön gemacht und das hat mich dann auch zum Kauf bewogen, muss ich sagen. Ich glaube, wäre es irgendwie optisch nicht so ansprechend gewesen. Ich finde die sehr schön zum Verstauen, sehr schön zum Mitnehmen. Ich habe mir ja schon so ein bisschen eine Meinung gebildet. Ich blende später auch nochmal Swatches ein und ich zeige auch nochmal die anderen Looks. Jetzt dachte ich, schminke ich auf jeder Seite mit jeweils einer Palette einfach mal einen Look. Ich habe bei meinen ersten Looks einmal die oberen vier genommen und einmal die unteren vier. So habe ich es mit beiden Paletten gemacht und jetzt würde ich sagen, schminke ich einfach einen Look, so wie ich es mir denke mit jeder Seite. Also so ein bisschen gemischt. Dafür hole ich euch wieder näher ran. Und ich nehme auch den Pinsel. Ich wische mir den immer zwischendrin ab. Ich gehe als erstes in die Farbe Benny's Burger. Die Farben sind ziemlich puderig, also ich klopfe die ein bisschen ab und dann gebe ich mir das mal
hier so hin. Das ist so ein helles, warmes Braun. Aber ich finde den sehr gut pigmentiert. Also das klappt wunderbar. Ich bin auch nur leicht reingegangen. Da könnte man bestimmt auch noch mehr mitmachen. Den gebe ich mir auch ein wenig hier unten hin. Das lasse ich erstmal so und gehe dann in die Farbe Starcott Mall, also in den Rosaton. Ich versuche jetzt auch einfach mal so ein paar Farben zu verwenden. Auch den finde ich gut pigmentiert für meine helle Haut. Da zeigt er sich gleich. Also das klappt gut. Ich mag auch so Pinsel ganz gerne. Die sind einerseits flach, aber dann kann man die auch drehen. Ich finde, mit denen klappt immer einiges ganz gut. Ich verblende das, also ich habe den Pinsel abgewischt. Und jetzt verblende ich hier hinten noch mal ein bisschen, wisch wieder ab, dass ich die Farben nicht so sehr mische und verblende hier vorne. Und dann gehe ich in den grünen Ton, in den Hawkins High. Klopf immer ab, weil, wie gesagt, die sind schon ziemlich pudrig. Und den gebe ich mir hier hinten hin. Auch hier finde ich die Pigmentierung gut. Also und auch um einiges besser, als ich schon bei einigen anderen MAC-Paletten erlebt habe. Ich bin jetzt nicht so der MAC-Kenner, deswegen kann ich da nicht für alle sprechen. Aber so die ich probiert habe, da waren auch viele dabei, wo die matten Farben mir nicht so gut gefallen haben. Und ich finde das eine sehr grundsolide Formulierung, klappt sehr schön. Und dann gehe ich in die Farbe Dinges hier oben. In diesem Gelb-Gold-Ton. Den nehme ich mit dem Finger auf und gebe das hier vorne so mit drüber. Praktisch auf das gesamte bewegliche Lid. Das finde ich, also geht mit so einem Pinsel, lassen sich die Schimmerfarben nicht ganz so gut auftragen. Also am besten klappt es noch mit dem Finger oder angesprüht oder mit so einem richtig flachen Packerpinsel. Verblende das auch hier so ein bisschen mit rein, dass der Übergang einigermaßen schön wird. Dann könnte ich jetzt entweder das gleiche imitieren am unteren Augenlid, aber um einfach noch mal die Farben wirklich zu mischen, nehme ich mal den lila Ton, das Palace Arcade, und den gebe ich mir mit einem Van Gogh Nummer 7 Pinsel hier unten noch hin. Und dann nehme ich mir nochmal so einen Chico Hodo Pinsel und gehe in den Ton Melroy's General Store. Das ist dieser blaue. Und den gebe ich mir hier vorne hin. Wenn man keinen Fallout möchte, empfehle ich auf jeden Fall, die metallischen Töne anzusprühen, weil die ansonsten schon Fallout produzieren. Also hier habe ich schon eine ganze Menge an Fallout rumfliegen. Und dann wäre das mein Look mit der Hawkins Palette. Auch jetzt so ein bisschen ein bunterer Look. Ihr seht später, ich habe auch praktisch mit den Farben hier unten kann man schon auch ziemlich neutrale Looks mitschminken. Also es sind schon Möglichkeiten, etwas softere Looks zu schminken. Aber wenn ich dann schon mal immer Farbe in Paletten habe, dann benutze ich das ganz gerne. Und obwohl das jetzt so ein bisschen ein Mischmasch ist von Farben, gefällt es mir doch ganz gut. Dann gehen wir mal zu der dunklen Seite der Macht. Oh ne, das ist eine andere Serie. Und da schaue ich auch mal. Ich starte wie immer erstmal sehr vorsichtig. Man hat einmal hier so einen blau-topigen Ton und so einen richtig topigen Ton. Die sind auf der Hand erstmal so ein bisschen krümelig. Wenn man die aber dann verstreicht, dann sind die ganz nett, die sind sich ähnlich, nur dass der eine so ein bisschen was Blaues drin hat und der andere so etwas Silber. Gefallen mir sehr gut. Auch der grüne Ton gefällt mir richtig gut. Also die Töne, das ist so genau meine Wellenlänge. Ich gehe mal in die Farbe, auch wieder mit dem Pinsel. Ich habe mir den abgewischt und die gebe ich in die Crease. Und das ist auch ein schöner, topiger Ton, der gefällt mir gut. Da ist immer so ein bisschen, ja fast wie so ein Lavendel mit drin und ein bisschen braun. Und ja, das sind so Farben, die mag ich sehr gerne. Wenn ich da jetzt mit einem, mit dem reingehen würde oder mit dem hier oben, hätte ich für mich schon so einen perfekten Alltagslook auch.
So, und dann würde ich mal, weil das habe ich noch nicht probiert, in den schwarzen Ton The Void reingehen und mir den mal in den Außenwinkel geben, so komplett. Mal schauen. Schwarz ist ja manchmal so ein bisschen tricky. Ist jetzt nicht das dunkelste Schwarz, aber mir reicht das erstmal. Und dann gehe ich als erstes mit The Mother Gate. Das ist der Ton hier daneben. Mit dem Finger. Ich finde, die gehen am besten mit dem Finger und gib mir das mal hier so erstmal als Basis in die Mitte. Die sind von der Konsistenz her so etwas dicker. Die sind schon irgendwie buttrig, aber gehen jetzt nicht ganz so cremig aufs Auge, wie man es von manch anderen kennt. Nichtsdestotrotz finde ich den Effekt sehr schön. Und jetzt nehme ich mir von Reffa den Pinsel 21 und gehe jetzt in den Ton Mindflayer, der hier unten. Und den sprühe ich mir mal an, weil ich nicht so viel Fallout habe. Und den gebe ich mir einfach hier vorne nochmal hin. Das ist ein sehr schöner Taubton. So Töne liebe ich ja. Und ich wische mir den Pinsel nur ein bisschen ab. Und dann gehe ich in die Farbe Spores hier. Und die gebe ich mir in den Innenwinkel. Die hat auf jeden Fall Strahlkraft. Ziehe ich mir auch so ein bisschen hier unten mit rein und ein bisschen hier oben mit rein. Jetzt auch noch durch das Angesprühte, weil der Pinsel noch nass ist. Und das lasse ich erstmal so. Ich nehme dann den Chikuhodo-Pinsel und gehe in die Farbe Code Red. Das ist auch der rote Ton. Und die ist auch ziemlich pudrig. Ich klopfe ab und das gebe ich mir mal hier unten hin. Zieh das so ein bisschen hoch. Könnten wir hier vorne noch in den blauen Ton Creel House in den Ton hier so als Zwischending, dann habe ich den auch noch mal benutzt. Dann geht das, glaube ich, so schon mal in die Richtung, die ich haben wollte. Das sind jetzt die beiden Looks ohne Mascara. Ich mache jetzt nur ein bisschen Eyeliner in meine Wasserlinie und Mascara drauf. Und dann sehen wir uns gleich für die Blushes. So, dann ist das jetzt mit so ein bisschen Liner in der Wasserlinie und mit Mascara sind das meine zwei Looks. Ich finde, ja, ich hatte sehr viel Spaß. Ich mag die Farbzusammenstellung. Man kann sehr viel neutraler gehen mit beiden Paletten, aber man kann auch so ein bisschen bunt gehen und das ist trotzdem nicht so ganz schreiend. Fallen mir beide Looks auf jeden Fall sehr gut. Und ja, mich freut es immer, wenn ich etwas aus meiner Komfortzone raus muss. Dann trage ich noch die Blushes auf. Gehe dann da mal rein. Und da darf man ein bisschen aufpassen, die stauben ziemlich. Und dann gehe ich mal auf die Hawkins-Seite und trage den hier mal auf. Das ist ein schöner, softer, pinkner Blush. Also ich denke, man könnte den aufbauen für so ganz dunkle Hauttypen. Weiß ich nicht, ob der was ist. Der hat jetzt nichts Besonderes irgendwie, aber finde ich passt zu der, ja, hellen Palette auch besser zu der Hawkins-Seite. Und dann wische ich mir den Pinsel ab und dann gehe ich in den anderen Blush, der sehr viel dunkler aussieht. He likes it cold. Da bin ich auch mal gespannt. Der ist sehr pigmentiert. Den tappe ich mir erstmal auf meinem Handrücken ab. Und gehe dann damit hier rein, sonst ist der mir viel zu dunkel. Selbst abgetappt sieht man es. Das ist ein richtig, ja, tiefes Rot. Da muss ich aufpassen. Also selbst abgetappt ist das mir viel zu viel. Ich guck mal, was passiert, wenn ich hier so ein bisschen mit dem Schwamm drüber gehe. Ja, dann kommen wir eher in die Richtung. Also Blushfarbe, da liegt mir der mehr. Der passt einfach auch für mich besser. Ich habe eh immer so viele Rötungen, dann so ganz rote Blushe. Das gefällt mir meist nicht ganz so gut. Aber wenn man so einen kräftigen Rotton mag und einen kräftigen Blush mag, dann ist das auf jeden Fall eine sehr pigmentierte Farbe. Von dem her finde ich es ganz gut. Ansonsten ist es ein matter Blush. Der macht nichts Besonderes von der Formulierung her.
ist es so Durchschnitt, würde ich sagen. Der ist nicht schlecht, aber er hat jetzt auch irgendwie keine speziell schöne Formulierung, die mir irgendwie besonders gut gefallen würde und der sich besonders schön auf die Haut legt vielleicht. Dann mache ich noch den Lipgloss drauf. Der ist in der Farbe, ich weiß es gar nicht. Steht die irgendwo? Airy, glaube ich. Der hat mich gekostet 15,60 Euro. Und die Blushes 20,72 Euro. Und geswatcht sieht die Farbe so aus. Und aufgetragen auf den Lippen. Das ist eine schöne Farbe. Der hat eine ganz gute Deckkraft. Der ist von der Formulierung so ein bisschen dicker. Das muss ich nochmal ausprobieren. Da weiß ich nicht, ob ich das mag. Also den spüre ich auf jeden Fall auf meinen Lippen. Gibt einen schönen Glanz. Mal schauen, wie lange der dann hält. Aber dann wäre das erstmal so der fertige Look. Dann zoome ich euch mal raus. So, dann einmal noch der Look rausgezoomt. Und dann rücke ich mal hier auf die Seite und zeige mal die Swatches und die Looks und erzähle kurz meine Meinung zu den Paletten. Also für MAC-Qualität oder die Paletten, die ich bisher getestet habe, finde ich die Qualität ganz gut. Die Matten sind sehr schön pigmentiert, die sind puderig. Das ist jetzt nicht so das luxuriöseste Puder, was ich je gehabt habe oder auch nicht wie so manche Indie-Brands, die dann sehr stark pigmentiert sind und ja, so Crash, Boom, Bang. Das ist es nicht. Ich finde aber für so eine Mainstream-Palette oder für den normalen Make-up-Benutzer, der vielleicht so ein bisschen Farbe haben möchte, dann finde ich die Farbauswahl und die Farbzusammenstellung, finde ich mal was Spannendes. Das gefällt mir sehr gut. Das ist nicht was, was man jeden Tag sieht. Also nicht so eine neutrale Palette mit so einem Pop of Blue, sondern ja, man kann hier mit der Palette beispielsweise in ganz viele Richtungen gehen. Die metallischen Töne funktionieren auch gut. Die sind von der Konsistenz jetzt auch nicht die zartesten. Die sind so ein bisschen dicker, aber machen ihren Job ganz gut. Was ich auf jeden Fall empfehle, man hat doch ordentlich Fallout. Entweder sein Make-up vorher zu machen, auf jeden Fall zu pudern unter den Augen. Sonst bekommt man es auch schwierig weg, gerade bei den dunklen Tönen. Also das ist jetzt nicht so ein Hochglanz, super metallisches Finish. Also bei dem hier, das sind einfach so Metallic-Töne ohne extra Glitter drin. Aber finde jetzt auch gerade mit dem gelben Ton, auch der grüne matte Ton war sehr schön pigmentiert. Also ich bin super gut mit der Palette zurechtgekommen. Wie gesagt, ist nicht die beste Lidschattenqualität, die ich kenne, aber auf jeden Fall eine, zu der ich wieder greifen würde. Also das ist keine schlechte Qualität. Die hat mir so ganz gut gefallen. Und das Format finde ich auch schön. Das ist wieder was sehr Schönes zum Mitnehmen. Und bei der dunklen, bei der Upside-Down-Palette ist es so, auch da hier, die matten Farben haben sehr gut funktioniert. Die sind alle pudrig, bisschen mit Fallout aufpassen, auch bei den metallischen Tönen. Also der Ton hier unten und der hier oben, die sind so ein bisschen krümeliger, weil die, und die fühlen sich auch so ein wenig trockener an. Vor allem der obere fühlt sich noch trockener an. Und ich glaube, hier auf der Hand sieht man es dann auch, dass die so etwas krümelig einfach sind. Ich habe es ja vorhin schon mal gezeigt. Man kann das dann ausstreichen und dann bekommt man das schon sehr schön ebenmäßig hin. Dadurch, dass die praktisch so zwei Farben haben, der eine mehr das Blau, der andere mehr das Silber und der untere hat dann auch so ein bisschen Sparkle mit drin. Man sieht es auch an den Fingern ganz gut. Das sind schöne Farben, die gefallen mir gut. Auch hier die Qualität, eine, wo ich sage, die ist okay, ist nicht die beste. Was ich finde, ist der helle Ton Bors. Der hat schon ordentlich Strahlkraft auch. Und die anderen, das sind nette Farben. Mit denen kann man gut arbeiten. Die sind jetzt halt nicht so butterzart wie manche andere. Die nimmt man auf den Finger und dann gleitet das richtig übers Auge. Die sind von der Konsistenz her einfach fester. Man muss ein bisschen mehr mitarbeiten. Nichtsdestotrotz finde ich, man bekommt schöne Looks mit hin. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Mir gefällt die Verpackung. Also wenn man entweder Stranger Things sehr gerne mag oder die Verpackung mag, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Wenn man jetzt die beste Lidschattenqualität sucht, die es so auf dem Markt gibt,
dann ist das sicher nichts. Da glaube ich auch, ist leider MAC nichts. Auch von den Blushes her, das sind ganz nette Farben. Die würde ich mir jetzt wahrscheinlich nicht mehr kaufen, die Lidschattenpaletten schon eher, weil ich da die Qualität von den Blushes, das ist so eine stinknormale Puderqualität, die hat so gar nichts Feines oder irgendwie, dass die sich besonders toll auf die Haut schmiegt, die macht ihren Job. Aber da habe ich schon weitaus bessere, zumal ja MAC jetzt auch nicht zu den günstigsten gehört, möchte man aber auch jetzt einfach wegen der Verpackung, sehen die schon auch gut aus, wenn man sie aufträgt. Der Lipgloss, den finde ich auch erstmal ganz gut, da muss ich mal ein bisschen mit rumspielen, wie der mir gefällt, von der Dicke. Ansonsten hat er eine sehr schöne Deckkraft, wie die Haltbarkeit ist, ja, muss ich auch abwarten. Alles in allem bin ich aber doch ganz zufrieden, vor allem mit den Paletten, das hat mir Spaß gemacht, so ein bisschen raus aus meiner Komfortzone und mit so anderen Farben spielen. Gerade die dunkle gefällt mir auch richtig gut und mit der hellen hatte ich ja auch jetzt einen neutralen Look mit den Farben hier unten. Kann man da auch sehr schöne, gediegene Alltagslooks mit schminken. Mir hat es ganz gut gefallen. Was sagt ihr denn dazu? Ansonsten war es das mit diesem Video. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Falls es euch gefallen hat, Video Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.